Ich begrüße Sie zu einer Erkundungstour am Champert. Südlich der Neuen Luppe, zwischen Leipzig und Schkeuditz. Der Bach wird ab Ende 2022 im Projekt Lebendige Luppe revitalisiert und entwickelt. Der heutige Champert ähnelt einem landwirtschaftlichen Drainagegraben. Ehemals entsprang er bei Sebenisch, südlich von Kulkwitz, und verlief später parallel der Luppefließe in der Elster-Luppe-Aue, bis er bei Maßlau in die damalige Luppe mündete. Heute ist der Champert deutlich kürzer und seine Quelle befindet sich nun südlich des Kulkwitzer Sees. Der Bach umfließt den Kulkwitzer See östlich und unterquert später in einem etwa 100 Meter langen Tunnel den Saale-Leipzig-Kanal. Anschließend fließt er noch einen reichlichen Kilometer durch zwei Schutzgebiete. Schließlich mündet der Champert, heute nahe der Domholzschenke, in die Alte Luppe. Diese wiederum mündet kurz darauf in die Neue Luppe. In den Sommermonaten fällt der Champert aktuell in weiten Teilen trocken. Da er sein Wasser vor allem aus Niederschlägen sowie durch punktuelle Entlastungen aus dem Saale-Leipzig-Kanal bezieht. Das kalkreiche Wasser des Champert ist für die Gegend einmalig und verleiht ihr einen besonderen Wert. So kann man hier an diese Verhältnisse angepasste Arten wie die geschützte Libellenart Helm-Azur-Jungfer beobachten. Vorkommen dieser Art sind am Champert und dem nahegelegenen Augraben bekannt. 2021 wurden am Augraben Bereiche entkrautet, um die für diese Libellenart wichtigen, besonderen Plätze zu erhalten. In den vom Champert durchflossenen Schutzgebieten wurden auch Vorkommen von Fischotter, Waldohreule, Wendehals, des kleinen Blaufeils und von Amphibien wie dem Laubfrosch nachgewiesen. Besonders die wassergebundenen Tiere, aber auch der wertvolle Hartholz-Auenwald selbst und die gewässerbegleitenden feuchten Hochstaudenflure profitieren von der Revitalisierung und der Entwicklung des Champerts. Maßnahmen im Projekt Lebendige Luppe. Zwischen Saale-Leipzig-Kanal und Neuer Luppe wird aus dem begradigten und tief eingeschnittenen Champert wieder ein naturnaher Bach entwickelt. Durch die Rückverlegung in sein historisches Bett und das Zulassen von auentypischen Ausuferungen. Damit der Champert zukünftig ganzjährig Wasser führt, wird er neben der bisherigen Regenwassereinspeisung nach der Maßnahmenumsetzung dauerhaft Wasser aus dem Saale-Leipzig-Kanal erhalten. An vier Stellen werden ökologisch durchgängig gestaltete Brücken gebaut. Organismen können so an- und im Fließgewässer wandern. Hinzu kommen vier Pforten und ein Regelbauwerk. Der derzeitig gerade verlaufende und tief eingeschnittene Gewässerabschnitt wird geschwungener, flacher und breiter modelliert, sowie durch großzügige Gewässerrandstreifen und Gehölzpflanzungen ökologisch aufgewertet. Die sensiblen Lebensräume der Helm-Azur-Jungfer werden durch ein paralleles Gerinne vorerst umflossen und so geschützt. Mit den ersten natürlichen Hochwassern wird der parallele Abschnitt dann mit dem vorhandenen Champertlauf verbunden. 100 Liter pro Sekunde sollen nach Abschluss der Maßnahmen im Mittelwasser in diesen Bachabschnitt fließen und im Hochwasserfall können fast 4000 Liter pro Sekunde transportiert werden. Am grünen Winkel angekommen, wird der Champert künftig wieder nach Westen streben. Dabei werden die vorhandenen historischen Gewässerbetten miteinander verbunden und an einigen Stellen werden heute nicht mehr vorhandene Gerinne neu gestaltet. Die Gewässermorphologie, das heißt die Gewässerbreite, die Sohle als auch die Ufergestaltung ermöglichen nach der Fertigstellung unterschiedlich hohe Wasserstände und Ausuferungen. Nach Starkregenereignissen wird Wasser in den angrenzenden Hartholzauenwald fließen.
Mit der Revitalisierung werden im Hartholzauwald 5,4 Kilometer Fließgewässerstrecke als typisches Strukturelement wiederhergestellt. Und die gesamte Fließgewässerstrecke von insgesamt 6,5 Kilometern naturnah entwickelt. Dadurch entstehen auentypische Verhältnisse auf einer Fläche von 12 Hektar Fließgewässer, Auengrünland und Biotopverbundflächen. Und etwa 55 Hektar, hauptsächlich Hartholzauenwald, können wieder regelmäßig überflutet werden. In der Aue werden dadurch Lebensräume für Tier-, Pflanzen- und Pilzarten erhalten und neu geschaffen. Auch den Anwohnerinnen und Anwohnern benachbarter Siedlungen kommt die Revitalisierung der Tschambert-Aue zugute. Denn intakte Auenlandschaften bieten Kühlung in sommerlichen Hitzezeiten und Erholung für uns Menschen. Gleichzeitig reinigen solche Fließgewässer unser Wasser, um nur einige der Ökosystemleistungen von Auen zu nennen. Wie geht es weiter? Der revitalisierte Tschambert wird als unbefestigtes und reich strukturiertes Fließgewässer ein Mosaikbaustein zur Revitalisierung der Elster-Luppe-Aue sein. Um den entwässernden Einfluss der neuen Luppe auf die Auenlandschaft zwischen Leipzig und Schkeuditz entgegenzuwirken, werden in den nächsten Jahrzehnten weitere Maßnahmen folgen. Für die großräumliche Auenentwicklung werden derzeit Konzepte erarbeitet. Der Freistaat Sachsen sowie die Städte Leipzig und Schkeuditz streben gemeinsam eine nachhaltige und dynamische Auenentwicklung an. Damit verabschiede ich mich von Ihnen. Wir haben in aller Kürze das zukünftige Bild des Tschamperts skizziert und hoffen, Ihnen damit einen Einblick in einen Teil der Arbeiten des Projekts Lebendige Luppe gegeben zu haben. Das Projekt Lebendige Luppe wird im Bundesprogramm Biologische Vielfalt durch das Bundesamt für Naturschutz mit Mitteln des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz gefördert.